Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen etwas vorstellen, was meine Kolleginnen und Kollegen für Sie aufgesetzt haben. Ein neues Musterdepot für Dividendenwerte. Es geht darum, dass wir Kriegszeiten haben, dass wir, und das offenbar für längere Zeit, stark erhöhte Inflation haben. Wir haben seit 2 Wochen auch formal die Zinswende der Notenbanken. Der Startschuss fiel praktisch durch die US-Notenbank, die Fed. Und da geht es jetzt darum, bei unruhigen Börsen, an denen wir vermehrt Ausschläge sehen, auch für Stabilität im Depot zu sorgen, also Stabilitätsanker praktisch einzubauen. Genau darum geht es. Unser Team hat eine Liste, ich schaue gerade mal kurz rein, mit 12 Dividendentiteln zusammengestellt, also Unternehmen, die über ihre Aktien in größerem Umfang die Gewinne ausschütten und dabei gute Dividendenrenditen erzielen. Von 3,7 bis 6,3% reicht das. Da sind bekannte Titel dabei, die Sie kennen, die Sie möglicherweise zumindest zum Teil schon haben oder mal gekauft hatten. Altria, BASF, Six, Total Energies, Flow Traders, München Rück und Coca-Cola, nur um ein paar von diesen 12 Titeln zu nennen. Wie gesagt, es geht um Stabilität in Ihrem Depot. Dafür ist ein Musterdepot jetzt aufgelegt worden und das wurde vorgestellt in unserem Börsenbrief der Privatinvestor, und zwar in der aktuellen Ausgabe 12/2022. Die einzelnen Titel werden gründlich und ausführlich besprochen, also analysiert, und es wird natürlich sehr stark auf die Dividende eingegangen, und da habe ich insgesamt den Eindruck, hier sind auch Titel zusammengestellt worden, wo die Dividende nicht nur überzeugend gut ist, sondern auch verlässlich. Es gibt da teilweise klare Festlegungen des Managements, dass die Dividende auch in den kommenden Jahren weiter wachsen, also größer werden soll. Tja, und eines muss man auch noch festhalten, obwohl die Zinswende ja begonnen hat, können die Zinsen auf absehbare Zeit noch nicht an die Renditen von guten Aktien heranreichen. Unsere Dividendenwerte, vor allem die hier aufgeführt worden sind. Schauen Sie mal rein. Vorgestellt worden ist das Musterdepot Dividendenwerte, wie gesagt, in der Ausgabe 12/2022 des Privatinvestor. Und Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie sich das genau anschauen wollen, den Börsenbrief auch mal 4 Wochen gratis zu testen. Ich stelle Ihnen den Link unter dieses Video. Viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem Erkenntnisgewinn, wenn Sie es sich anschauen. Wir würden uns freuen.